Hallihallo, ihr Lieben. Ich mache heute mal ganz was Neues. Und zwar habe ich hier ein Päckchen gekriegt. Und da ist was Spannendes drin. Und das packen wir jetzt mal aus. Und zwar habe ich dieses Päckchen hier freundlicherweise zugeschickt bekommen. Da drinnen befindet sich ein Skizzenbuch, das ich euch gleich zeigen möchte im Laufe des Videos. Und zwar von der Firma Lobo. Eine schwedisch-deutsche Firma für unter anderem Zeichenmaterial. Noch Bilderrahmen und andere spannende Sachen. Und ich darf deren Skizzenbuch einmal ausprobieren und euch vorstellen. Das ist also eine Produktplatzierung. Und ja, das Ganze wollte ich jetzt mal hier angehen und mal reinschauen. Wir sehen uns das mal an und dann kann ich euch auch ein vernünftiges Feedback dazu geben, was das Ganze kann. Wir schauen hier mal rein. Sehen wir schon das gute Stück. Das ist aber gigantisch. Immer. Okay, ich bin überrascht. Das ist das Allergrößte, was wir hatten. Okay, es ist ein DIN A3 Skizzenbuch von The Boom. Das ist ja viel zu groß für meinen Tisch schon beinahe. Unglaublich. Also so schöne große Skizzenbücher habe ich selten gesehen. Erstmal bin ich direkt begeistert, aber wir müssen ja noch mal auspacken. Ich werfe also erstmal einen Blick weiter rein. Wie ihr gleich im Laufe des Videos bemerken werdet, ist das hier was ganz Neues. Und zwar werde ich das Video in drei Teile aufteilen. Ich werde jetzt erstmal diesen Part hier machen, bei dem ich das Ganze auspacke, wie ihr seht. Und dann gucken wir uns gleich mal an, was das Papier so kann. Aber zuallererst sehen wir uns dieses Buch mal an und nehmen es genauer unter die Lupe. Ist das nicht ein Prachtstück? DIN A3 Ringbindung. Sehr, sehr schöne Oberflächenstruktur. Und hier am Rand seht ihr schon, ist ein Branding drin. Das Ganze hat so einen Gummibandverschluss, damit es sich gut zusammenhält, wenn die Seiten ein bisschen mehr, ja, benutzt werden. Ich weiß jetzt noch nicht, wie gut es Aquarell aufnimmt zum Beispiel, aber das werden wir ja sehen. Die Marke habt ihr nochmal hier, wie hier auch alles andere. Ne? DIN A3, das Format. Es gibt es auch in DIN A4 und in DIN A5, also kleiner, falls ihr mit solchen Riesenutensilien überfordert seid. Oder falls ihr es einfach mitnehmen möchtet. Das Ganze hat 64 Seiten und eine Papierdicke von 150 Gramm pro Quadratmeter und es ist perforiert, was wir uns jetzt nochmal angucken werden. Schauen wir doch mal rein. Seiten über Seiten. Hier wirkt erstmal sehr glatt beim ersten Befühlen. Wie ihr seht, perforiert, ne? Lässt sich alles gut umblättern. Das wird eine Menge Spaß, das zu füllen. Oh ja, oh ja. Ganz besonders freue ich mich schon drauf, wenn ich dann irgendwann in Zukunft eine komplette Skizzenbuchtour von diesem Monster hier machen kann. Aber dafür werde ich es erstmal füllen müssen. Das schaffen wir natürlich nicht mal eben für dieses Video. Aber wir gehen gleich mal ans Testen. Ausgepackt haben wir es schon mal. Der erste Look überzeugt absolut. Ich mag solche Strukturen. Ich kann das den ganzen Tag anfassen. Und jetzt gehen wir gleich mal rein ins Papier und schauen mal, was darin so möglich ist. So, und zwar fange ich jetzt einfach mal an mit drei verschiedenen Motiven. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich mache erst einen Materialtest und anschließend ein großes Testbild. Und ich habe dann gedacht, was soll ich euch eigentlich doppelt langweilen, indem ich zweimal das gleiche mache und einmal in klein und einmal in größer. Daher habe ich gedacht, ich mache einfach drei einzelne Bilder auf einer Seite, bei denen ich jeweils verschiedene Materialien ausprobiere. Das ist jetzt das erste der drei. Ich bin jetzt erstmal am Schauen, wie gut das Papier klarkommt mit meinem Bleistift und meiner Art und Weise zu skizzieren. Mein Radierer liegt auch schon bereit, auch wenn ich den zu dem Zeitpunkt noch nicht brauche. Und ja, ich zeichne halt, was ich am besten kann, ne? Mädels. Ein paar meiner eigenen Charaktere kommen ins Buch. Meine Lea, meine Vampirin, kennt er ja schon. Und ja, ne? Es ist ein relativ einfaches Motiv, weil es ist das erste Mal, dass ich sowas aufnehme für so einen Speedpaint. Ihr seht ja sonst immer die fertigen Bücher oder wenn ich halt auf Twitch stundenlang irgendwie an einem Bild arbeite und ich wollte jetzt so ein Zwischending mal eben kurz ein bisschen was gucken, ein bisschen was ausprobieren und das habe ich hier getan.
Also was ich sagen kann, ist, dass das Papier mit seiner Struktur ziemlich gut klarkommt, mit Bleistift eben. Wobei, ihr seht den Stift ja selber. Das ist so ein Faber-Castell HB, so ein Standard-Bleistift, ne? Mit dem kann man eigentlich überall drauf irgendwie arbeiten. Und das Papier tut, was es soll, logischerweise. Es ist halt sehr schön glatt, ne? Man hat keine Probleme, dass sich das irgendwie auflöst oder dass der Bleistift sich in die Papierstruktur reinfrisst oder so, weil es wirklich kaum Struktur und kaum Grip hat. Was gerade für solche Medien wie eben, ne, Skizzen und schöne saubere Lines eine gute Sache ist, wie ich finde. Jetzt im nächsten Step desselben Tests bin ich schon mal dran zu schauen, wie das Ganze funktioniert mit meinem Liner. Und ob das Ganze so läuft, wie ich es mir vorstelle, denn ihr habt meine Lines bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr mich mal auf Twitch gesehen habt oder so. Ich mache die Linien gerne 2, 3, 4 Mal, bis die vernünftig dick sind. Und ich habe mir in dem Fall gedacht, ich nehme auch mal 1, 2 dickere Liner zur Hand. So ein 2, also 0,2 oder 0,3 mm statt immer nur den 0,1er. Mit dem Gedanken dahinter, dass es dann vielleicht reicht, die Linien teilweise auch nur einmal zu sehen. Es spart Zeit beim Lineart und gerade bei so Sachen im Skizzenbuch, die ja eigentlich nicht darauf ausgelegt sind, voller Artworks zu sein, im Gegensatz zu dem, was ich meist tue, ist es vielleicht gar nicht verkehrt. Es muss ja nicht alles das Feinste, Sauberste sein. Wir müssen ja keine Kakaokarten mit einem Liner von 0,03 im kleinsten Detail machen und die Wimpern einer Fee mit 0,1 mm Augen irgendwie noch ausarbeiten. Wie ihr seht, ich komme ganz gut voran mit dem Lineart. Ich habe es auch einfach gehalten. Es ist halt, wie gesagt, ne, ein einfaches Character-Artwork. Einfach meine Lea. Simples Outfit, nur um mal zu gucken, ob ich überhaupt damit klarkomme, was das Papier tut. Und was soll ich sagen? Es tut, ne? Ich meine, ihr kennt mich. Ich arbeite mit so ziemlich jeder Art Skizzenbuch. Und mit jedem Papiertyp. Deswegen kann ich nicht mal sagen, dass irgendein Papier mir Probleme macht und deswegen schlecht wäre. Ich bin so jemand, ich liebe alle Skizzenbücher und ich finde für alles das richtige Medium. Aber ich möchte ja trotzdem ein differenziertes Review abgeben für dieses Video. Ansonsten wäre es ja witzlos. Deswegen, ja, Lineart und Skizze klappt, ne? Auf dem Papier, vor allem die Lines, bin ich sehr, sehr beeindruckt von. Werden wir später nochmal sehen. Und dann gehen wir jetzt auch mal dran, die Skizze wegzuradieren und danach ein bisschen mit Buntstiften zu eskalieren. Wie ihr seht, radieren problemlos ebenfalls, ne? Ich habe keine Probleme, dass sich die Seite aufgelöst hat. Das Papier hat sich nicht aufgefusselt, der Bleistift hat nichts von der Seite abgerissen. An sich ist eigentlich, ja, das passiert, was sollte, ne? Das Skizzenbuch überzeugt bisher damit, dass es keine bösen Überraschungen gibt. Ich meine, welche besseren Überraschungen gibt es, als dass es keine bösen Überraschungen gibt? Ich habe jetzt hier, ne, meine übliche Technik mit meinen Buntstiften. Und Polychromos. Es gibt ja genug Leute, die mir sagen, Polychromos sind ja keine Buntstifte, die sind ja, ne, haben ja eine andere Basis und so weiter. Das sind Holzstifte. Holzstifte, bitte sehr. Ne? Und es klappt, logischerweise, wie alles andere auch. Ich arbeite mit Buntstiften ja, wie ihr vielleicht von mir wisst, von dunkel nach hell. Das habt ihr ja bei den Haaren jetzt schon gesehen, ne? Angefangen mit einem dunklen Braunton, dann rein mit 1, 2 Rot-Orange-Tönen und dann noch einer weiter, so ein bisschen bis zum Glanz hochgearbeitet. Und ich gehe dabei immer nochmal über die dunkleren Stellen drüber mit dem helleren Stift, um die Farben so ein bisschen ineinander überblenden zu lassen. Das ist meine Art, wie ich halt am besten arbeiten kann. Weil dadurch entsteht in meinen Augen auch eine relativ gute, ja, geschlossene Struktur, würde ich es nennen. Das ist halt, die Polychromos sind ja, die verschließen das Papier so ein bisschen in der letzten Instanz, weil die ja so ein fast schon so einen Wachseffekt mit drin haben. Und Öl halt, ne? Es ist ein gewisser Ölton, soweit ich weiß. Und deswegen funktioniert es relativ gut, dass es mit Schicht über Schicht das Papier hinterher schließt mit der letzten Schicht und dem Druck. Und da das Papier, wie gesagt, relativ glatt ist und wenig Struktur hat, funktioniert das. Ich sag die ganze Zeit, es funktioniert, aber es ist, wenn was könnt ihr Besseres hören von mir, als dass alles funktioniert, ne? Und ja, entsprechend arbeite ich mich jetzt durch die Hauttöne. Seht ihr mich mal arbeiten hier auf YouTube, ist auch was ganz, ganz Seltenes, ne? Premiere. Also für alle, die mich noch nicht auf Twitch verfolgen, so, das ist was ganz Neues, das kennt ihr noch gar nicht. Ich kann die Bilder tatsächlich auch selber malen und nicht nur die fertigen Bücher zeigen, das ist unglaublich, oder? Auch wenn es jetzt echt was Einfaches ist, aber was tut man nicht alles, um mal eben kurz zu gucken, was das Papier so kann.
Und ich habe eigentlich so Bock bekommen, während dieses kleinen Bildchens was Größeres zu machen auf dem Papier. Und ich kann es kaum erwarten, mal ein komplettes DIN A3 Motiv da drin zu füllen. Und ich meine, ne, mit Buntstiften DIN A3, alle, die auch schon Buntstifte mal benutzt haben für was Größeres, wissen, was das für ein Krampf ist. Aber irgendwie hätte ich da schon irgendwie nicht gerade wenig Lust drauf. Also, ihr könnt euch freuen, wenn das Buch voll ist. Eine Skizzenbuchtour, ne, kommt sowieso. Ich weiß nur noch nicht, wann das ist, weil ihr kennt mich, ich nehme meine Skizzenbücher gerne überall mit hin. Und ja, dafür müssten sie in meinen Rucksack passen. Und mein Rucksack nimmt nicht unbedingt ein DIN A3 Buch mit. Aber ich denke mal, das ist okay, würde ich sagen. Dann arbeite ich da halt zu Hause drin. Und vielleicht kommen ja auch mehr solche Sachen, dass ich halt zwei, drei kleinere Motive auf eine Seite reinpacke. Das macht es ja nicht schlechter oder weniger spannend, sondern einfach nur anders. Denn ein Skizzenbuch ist ein Skizzenbuch. Ich habe das oft genug in meinen Kommentaren, dass mir Leute bei meinen Sketchbook-Touren sagen, ja, was ist denn jetzt mit den Skizzen in dem Skizzenbuch? Du hast so fertige Bilder. Wo sind denn deine Skizzen jetzt? Und vielleicht sollte ich einfach mal dieses Buch nehmen und da so Farbskizzen drinne machen. Und na, bei dem Bild würde ich mir jetzt auch schon wieder anhören müssen, das ist keine Skizze, weil es ist halt geleint und kriegt Farbe. Ich glaube, ich gebe es einfach auf mit den Skizzen. Wobei, ich versuche ja immer wieder mehr skizzenhaft zu arbeiten, also vielleicht kommt da auch mehr in Zukunft, wer weiß. So ein bisschen losgelöster von dem Gefühl, alles fertigstellen zu müssen. Und dafür braucht man ja gute Skizzenbücher und da könnte ich mir ja von Loboom auch einfach nochmal eins besorgen in A4 und eins in A5, so für unterwegs. Nachdem ich so ein paar andere gefüllt habe, die hier noch in meinem Regal stehen. Ja, wie ihr seht, ne, es geht irgendwie voran. Das Bild kriegt seine Farben. Jetzt mache ich bei der Hose noch ein bisschen was Lustiges. Und zwar eine Art Struktur. Denn es ist Jeansstoff. Also ist der Plan. Und auch wenn ich jetzt bei dem Shirt und der Haut und so nicht so unbedingt auf Unterschiede in der Texturierung in der Kolo geachtet habe, bei einer Hose ist das relativ einfach, so ein bisschen diese Jeans-Optik zu erzeugen. Deswegen genau das habe ich jetzt hier mal eben kurz gemacht. Einfache Schraffuren drüber. Und dann nochmal mit ein, zwei Blautönen. Dann haben wir so ein bisschen diese Jeans-Optik, ein bisschen mehr das Gefühl, wir haben Stoff. Der ist wirklich ein bisschen, ne, rauer Jeansstoff halt. Ist halt kein Baumwolltop oder Polyestertop mittlerweile, wie die alle verkauft werden. Das ist halt eine Jeanshose, die braucht ein bisschen Struktur. Und ja, so hat dann das erste Bild auch langsam sein Finish gefunden. Lea kriegt noch ihre Tattoos, die hat sie nun mal. Und dann gebe ich euch noch eine kleine Überblende. Damit ihr aus der Nähe auch mal seht, wie das Ganze auf Papier aussieht. Bevor wir ins zweite Material reingehen. So, und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Motiv, Charakter Nummer 2. Hierfür habe ich mir überlegt, ich mache mal was etwas Unkonventionelles. Ihr habt bestimmt schon mal in meinen Sachen, also in meinen Skizzenbuchtouren, irgendwo gesehen, dass ich Sachen mit Kugelschreiber mache. Oder mit Kugelschreibern und Aquarellbuntis. Weil als ich die Skizzenbücher von Loboom auf YouTube gesehen habe, habe ich zuerst an ein Skizzenbuch gedacht, das ich vor einiger Zeit gefüllt habe, das Studio Artway Buch, und dass ich da mal Ersatz für bräuchte, mit dem ich einfach das machen könnte, was ich da gemacht habe, bevor es voll war. Und zwar, ihr seht es schon, da ist wieder mein geliebter Kugelschreiber. Mein heißgeliebter, wundervoller, schwarzer Kuli, mit dem ich gerne mal Lines mache, wenn ich keine Lust auf übersaubere Lines habe, weil die sehen damit so schön sketchy aus und deswegen leine ich gern Kuli. Ihr seht da schon ein kleines Problem. Ich bin da mit dem Handrücken draufgekommen und am Pony des Charakters und die Kuli-Farbe war noch nicht ganz trocken. Das ist der Grund, wieso ich mir eigentlich so wie da jetzt genau was drunter lege, damit ich die Farbe nicht komplett verschmiere, während ich weiterarbeite. Hier ist es tatsächlich so ein minimaler Nachteil, dass das Papier so glatt ist, denn dadurch dauert das eben doch ein kleines Momentchen, bis die Kugelschreiberfarbe sich gesetzt hat. Und ich hatte auch hinterher ein bisschen Angst, dass ich da vielleicht nicht vernünftig radieren könnte, weil ich ansonsten erstmal warten müsste, bis es wirklich, wirklich eingezogen ist. Also, ne, das ist halt so ein Ding, da muss man entweder komplett mit Kuli arbeiten und dabei bleiben und eben nichts radieren oder das dann ein bisschen einziehen lassen. Danach ganz in Ruhe wegradieren, das geht auch ohne Probleme. Und dann kolorieren. Ich habe jetzt hier aus Zeitgründen und Ungeduldsgründen, weil ich einfach alles so dringend ausprobieren wollte, einfach, ne, gemacht, was so geht. Meinem geliebten Kuli einfach meine Lines übers Blatt gleiten lassen. Und dann danach mit Farbe angefangen.
Und ja, wie ihr seht, ne, das mit den Kugelschreiberlines ist halt mein Metier. Geht schnell, geht fix. Sieht schön aus, finde ich. Wirkt sehr dynamisch, weil es so skizzenhaft wirkt. Mit ein bisschen Schraffur hat das Bild dann auch direkt mehr Tiefe. Wirkt nicht so steif wie so ein komplett sauberes Lineart. Deswegen mache ich das halt schon mal ganz gerne. Und gerade bei so glattem Papier, muss ich sagen, ist das ein riesiger Pluspunkt, dass das so einfach drüber gleitet. Wie gesagt, der Nachteil, ihr seht es schon, es braucht ein bisschen, bis die Farbe sich gesetzt hat und man läuft Gefahr zu schmieren, deswegen habe ich halt nur sehr, sehr sporadisch radiert. Und dann habe ich mir ein paar Stifte gekrallt von meinen Aquarellbuntstiften. Das heißt, ich mache da jetzt nicht dasselbe wie vorhin mit meinen Buntis. Ich mache nur so ein bisschen sowas in die Richtung, und zwar relativ grobe Farben. Ich schmeiß die so ein bisschen aufs Papier mit Anlauf und Gewalt. Und dann gucken wir mal, wenn das auch so ein bisschen drauf ist, ne, so locker wie dieser Lineart-Stil. Einfach so ein bisschen luftig drauf, viel freilassen. Es muss nicht deckend sein, weil das Deckende kommt gleich. Wie gesagt, Aquarellbuntstifte. Und wenn ich dann gleich meinen Wassertankpinsel drauf packe, dann ist es soweit. Ich sag mal, ne, let's do the magic. In ein paar Sekündchen steht dann alles, was ich an Farben brauchte, und zack, da ist er. Hier teste ich jetzt auch mal aus, wie das Papier mit Wasser klarkommt. Denn wenn es mit diesen Aquarellbuntstiften und dem Wassertankpinsel klarkommt, dann dürfte es eben auch grob mit Aquarell auskommen. Ihr seht so ein bisschen, das Papier fängt an zu schwimmen. Die Farbe sitzt so ein bisschen oben drauf, die sinkt nicht direkt ein. Das heißt, das, was ich eigentlich gedacht hätte, was das Papier damit tut, also wie mein Studio Artway Buch, das passiert nicht. Es bleibt alles so ein bisschen mehr oben drauf, sehr, sehr locker luftig. Und brauche halt ein bisschen, bis es getrocknet ist. Also für so ein reines Aquarell, glaube ich, würde ich da jetzt mit dem Papier nicht unbedingt arbeiten. Aber Aquarellbuntis und schnell eine fixe Colo drauf, so wie hier jetzt gerade, geht. Weil ihr seht, der Effekt spricht für sich. Die Haare sind so schön flächendeckend ordentlich, sobald da einmal das Wasser drauf ist. Das sieht so aus wie eine Marker-Colo, oder? Ein bisschen wie so eine Marker. Ich könnte euch die Copics komplett sparen. Kauft keine Copics, macht es damit. Dann muss ich gerade sagen, mein dritter Materialtest gleich wird Copic. Aber, naja. So, ne, damit haben wir jetzt schon mal 2 von 3 Materialtests fertig. Jetzt geht's zu Nummer 3. Und ich dachte mir, bevor ich einfach nur nochmal wiederhole, was ich eben gemacht habe, einen Charakter frontal Halfbody, mache ich jetzt mal so einen kleinen Headshot von einem Charakter von mir, den ich auch schon länger nicht gezeichnet habe. Ich habe so viele Charaktere und so wenig Zeit für alle, aber ich will mich auch von keinem trennen. Ja. Hier habe ich also einen kleinen Headshot skizziert. Ihr seht mich nochmal skizzieren. Wie gesagt, ist ja auch was Seltenes hier auf YouTube gerade, ne? Und ich arbeite da so weit wie möglich irgendwie durch. Und anschließend gehe ich dann wieder mit meinen Linern rein mit verschiedenen Dicken. Habe sogar einen hier wieder 0,2er, 0,3er, alle mit dabei am Start, dass ich da vernünftig mitarbeiten kann. Und dass ich eben nicht 70.000 Mal jede Linie ziehen muss, auch wenn es bei den Haarsträhnen teilweise so aussieht, als würde ich genau das machen. Es ist nun mal, ne, meine Arbeitsweise, ich mache das seit Ewigkeiten so und es ist Gewohnheit, ich bin Gewohnheitstier, es tut mir leid. Aber ne, das Papier funktioniert auch so, ich bin wieder beim Lieblingswort, es funktioniert. Und das muss es ja auch letztendlich. Und die geraden, glatten Linien lassen sich super aufs Papier bringen. Das Lineart kriegt von mir noch so ein paar Schattenaspekte, indem ich eben ein paar Linien bei der Kugel zum Beispiel ein bisschen dicker mache. Oder auch bei der Angesichtshälfte so ein klein bisschen nochmal Zusatzschatten drauf leine. Und was ich halt sehr gerne mache, so ein paar einzelne Haarsträhnen. Das ist so ein bisschen Shoujo-Style. Und wirkt halt echter, ich weiß nicht. Ich bin ein großer Freund von so einem Mix aus striktem Anime Simplifizierungskram und übermäßig detailreichem Shoujo-Wahnsinn. Ihr seht es immer wieder, wenn ich meine Charaktere zeichne, während ich die Wimpern zeige. Ihr seht es, genau das meine ich, ganz genau das, ne? Hm? Meine Haarsträhnen und meine Wimpern, ich habe doch so ein bisschen von so ein paar Mangaka gelernt, die mich beeinflusst haben damals, als ich angefangen habe, in die Richtung zu gehen. Die Augen müssen wirken und die Haare brauchen 10.000 Strähnen. Yay! Letztendlich ist das hier ein Wiederholungsteil im Video. Ihr seht nochmal ein Lineart, einfach weil ich es euch zeigen wollte, weil, ne, wie gesagt, es ist doch selten, dass ich sowas mache. Ich kann mal ein Speedpaint aufnehmen und ich nehme ein Speedpaint auf. Es ist auch eine Premiere, denn ich habe mir tatsächlich extra für dieses Video ein Schnittprogramm organisiert und mich damit auseinandergesetzt, wie man denn Videos schneidet. Also allein deswegen
wollte ich euch den Teil nicht vorenthalten. Und wenn schon, dann kriegt ihr halt auch die volle Portion und inklusive dem zweiten Lineart. Ich habe mir natürlich auch extra einen Charakter mit ein bisschen mehr Details ausgesucht. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Sie ist mit ihren Federn ja doch ein bisschen detailreicher. Und ne, dann geht es nochmal an ein paar Strähnchen ran. Nochmal so ein bisschen Haare, ein bisschen Textur da rein. Und damit ist der Lineart-Part beendet. Ein Momentchen später, meine Marker liegen schon bereit. Wird einmal wieder alles wegradiert. Und dann kann ich gleich loslegen. Die Marker sind schon in Sichtweite. Ich probiere jetzt mal klassisch Copics aus, weil davon habe ich halt genug rumfliegen. Gerade habe ich mir eine Seite unter mein Blatt gelegt. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht weiß, wie das Papier dieses Skizzenbuchs damit klarkommt, wenn ich jetzt mit mehreren Ebenen Markern arbeite. Denn alle, die mit so Alkoholmarkern arbeiten, muss ja nicht Copic sein. Ne? Ich meine, es können ja auch die viel großartigeren Style-Files sein oder halt auch diese ganzen günstigen Alternativen vom Action, ne, und was es nicht alles gibt. Ihr kennt das, die arbeiten im Gegensatz zu Buntstiften, Filzstiften, allem anderen, die arbeiten durchs Papier. Ne? Mit dem Alkohol sinkt die Farbe ins Papier rein. Das heißt, die Rückseite vom Papier kann man in den meisten Fällen dann schon mal nicht mehr benutzen. Und wenn man Pech hat, ist die Folgeseite auch noch vollgeschmiert. Und das wollte ich nicht riskieren, deswegen liegt eine Seite dazwischen. Das Ergebnis davon zeige ich euch auch später. Spoiler-Alarm. Es hat funktioniert. Ich hätte diese Seite nicht gebraucht. Also die Rückseite dieses Motivs ist bunt. Das Folgeblatt hat nichts von den Copics abbekommen. Gar nichts. Auch nicht bei den Blauteilen. Hier die Haarspange und der Stein da vorne, der die Federn hält. Da ist nichts durchgegangen. Ich meine, okay, ich hätte jetzt noch 70 Ebenen mehr draufknallen können und mal gucken, was dann passiert, aber es ist ein Skizzenbuch, sind wir ehrlich. Ne? Es ist geil, wenn sowas klappt und wenn es... Ich will nicht in meinem Skizzenbuch die ganze Zeit Seiten dazwischen klemmen, damit irgendwas irgendwie nicht das ganze Buch ruiniert. Und das ist schon mal großartig, dass es hier funktioniert. Das heißt, auch mit Markern werde ich definitiv weiter meine Freude in diesen Büchlein haben. Jetzt geht es nochmal so ein bisschen, ne, an die Haare. Mache ich am allerliebsten. Und dann seht ihr auch mal, wie ich die mache. Es ist ja auch bei Markern nicht... Ich mache eigentlich immer dasselbe, von dunkel nach hell und ein bisschen rumblenden. Es ist immer dasselbe. Das Einzige, wo ich nicht dunkel nach hell, sondern hell nach dunkel arbeite, ist digital. Ansonsten tradi immer erstmal das Dunkle. Das bin ich einfach gewöhnt. Die Pink-Teile sind jetzt schon mal fertig. Jetzt arbeite ich mich stückchenweise vor und gucke, wo das Blond eben hin muss. Und mit welchen Tönen ich da arbeite. Noch ein Gelbton, noch ein Gelbton. Da habe ich genug von rumfliegen, dass wir ein bisschen ja, Glanz drin haben. Und ja, ich kann schon mal sagen, ne, wo wir jetzt sehen, es funktioniert. Abschließendes Feedback. Das Skizzenbuch überzeugt auf allen drei Wegen. Buntstifte hauen rein. Natürlich Skizze, Lineart, gar keine Frage. Aber hey, das Papier ist so schön glatt. Ich hatte keine Probleme mit dem Lineart und dem Radieren. Ich kann die Seite bestimmt auch 70 Mal radieren, wenn ich unzufrieden bin und sie geht nicht kaputt. Also, ne? Kann ich nur sagen, finde ich gut. Das darf gern so sein und so bleiben und ich werde mich freuen, dieses Buch zu füllen und euch dann irgendwann eine Sketchbook-Tour zu zeigen. Nun allerdings noch zum finalen, letzten, wichtigen Part des Videos. Und zwar, das Video ist, wie bereits gesagt, eine Produktplatzierung. Ich habe dieses Buch zugeschickt bekommen, kostenlos, um es auszutesten und euch davon zu berichten. Und das heißt, ich habe euch auch einen Link zum Amazon-Shop von Le Baume in die Videobeschreibung gepackt. Und ich habe mir überlegt, was ich euch dazu erzählen soll. Ne? Und ich brauche euch jetzt nicht das obligatorische, oh, kauf das Zeug, da habe ich irgendwas von zu erzählen. Ich habe das Buch ja schon, ich habe ja alles, was ich brauche. Und ich habe es ausgetestet und ich werde es weiter füllen. Ich kann euch nur sagen, wenn euch das überzeugt hat, was ich hier gezeigt habe, mich hat es überzeugt und ihr braucht noch ein Skizzenbuch, egal ob DIN A5, DIN A4, DIN A3 oder ihr wollt einfach was Neues ausprobieren oder was auf Vorrat haben, schaut da vielleicht einfach mal rein. Die sind richtig preiswert und wie gesagt, die Qualität, habt ihr gesehen, mich überzeugt sie restlos. Deswegen vielen Dank an Le Baume fürs Sponsern, vielen Dank an euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, dieses etwas andere Video hat euch gefallen. Jetzt haben wir noch eine kleine Übersicht über die Bilder, die ich hier geschafft habe. Und ich hoffe, ihr habt noch eine kreative Restzeit dieses Jahr.